Die Bäume verlieren ihre Blätter und die Tage werden kürzer. Es ist trist und nass. Der Herbst hat begonnen. Zu dieser ungemütlichen Jahreszeit haben Erkältungen leichtes Spiel. Viele Menschen kommen dann um einen Arztbesuch nicht herum. Auch die Apotheken sind zu dieser Zeit gut besucht. Wann besteht eigentlich ein erhöhtes Erkältungsrisiko? Oktober, November fängt es eigentlich immer ganz gut an, dann wieder Februar, März die Zeiten. Auch jetzt vergisst man, sich warm anzuziehen. Im Februar möchte man schon langsam anfangen, wieder die kalten Sachen auszuziehen. Also es ist auch schon eine Kleidungssache. Viele wollen den Arztbesuch vermeiden und gehen zunächst zur Apotheke, um schnelle Hilfe zu bekommen. Vorzubeugen ist immer ganz gut. Vitamin C, Selen, Zink, das sind so die Bausteine, die dem Körper am besten helfen, gegen eine Erkältung einzuwirken. Ausgewogen essen, vitaminreich. Zusätzlich, gerade wenn man auch im Umfeld Erkältungen hat, ist es ganz gut, noch irgendein Präparat einzunehmen. Da gibt es auch viel mit Homöopathie, Naturheilkunde, wo man unterstützen kann. Ab wann sollte man denn zum Arzt gehen? Wenn man jederzeit, wenn ein Fieber dabei ist, wenn man merkt, dass der Kreislauf nicht mehr richtig mitspielt und wenn irgendwas richtig vereitert ist, so eitrige Mandelentzündung, beim Nasenschnäuzen gelb-grünlich, so richtig. Also da ist der Arzt auf jeden Fall gefragt. Lunge abhören, wenn man merkt, der Husten sitzt sehr fest und löst sich überhaupt nicht. So schlimm muss es ja nicht kommen. Wer sich also warm kleidet und gut ernährt, kommt gesund durch das Hundewetter.